Obwohl die Temperaturen so gar nicht nach Weihnachtszeit sich anfühlten, wurde heute die 15 Meter hohe Nordmanntanne aus dem Saaler Orla-Kreis am frühen Morgen angeliefert. Pünktlich 15 Uhr fuhr der Kran der Firma ASG Autoservice Gera auf dem Marktplatz ein. Noch ein paar Feinarbeiten und das Stellen konnte beginnen. Noch ist Bastian Wulff für den Baum verantwortlich. Was macht er denn sonst noch alles? Wir machen normal ganz viele kleine Weihnachtsbäume. Wir haben eine Anbaufläche von 45 Hektar im Sommer da und produzieren dort Weihnachtsbäume. Und wie kommt ihr jetzt auf den Tannenbaum aus Ziegenrück? Naja, wir suchen halt immer freistehende Bäume, sind auch immer dankbar, wenn uns Bäume angeboten werden. Weil das Problem in den letzten Jahren war halt die Trockenheit im Wald. Wir haben sonst immer welche aus dem Thüringenforst bekommen. Aber das ist dies dann natürlich relativ schwierig, dort einen richtig schönen grünen Baum zu finden. Ja. Also man merkt denen das an, dass der Wasserhaushalt der letzten Jahre dem Baum und gerade der Ficht auch im Wald relativ viel Schaden zugefügt hat. Gab es heute viel Probleme? Ihr habt heute früh erst geschlagen? Wir haben heute früh geschlagen. Im Vorfeld gab es ein bisschen organisatorische Probleme, weil noch eine Stromleitung vor dem Baum gewesen ist, die noch abgenommen worden musste. Aber das hat mit der Thüringer Energie super geklappt und die waren auch heute früh pünktlich da, haben die Stromleitung abgenommen. Wir sind da mit dem LKW rangefahren, haben mit dem Kran schön angeschlagen, haben abgesägt und haben dann hier nach Gera gebracht. Und jetzt nachher wird er um 15 Uhr dann hier aufgestellt. Die Berliner haben jedes Jahr Probleme mit ihrem Tannenbaum. Entweder sie aus Braun oder die Äste brechen ab beim Transport. Hattet ihr Probleme beim Transport? Nee, wir hatten überhaupt keine Probleme. Nee, gar nicht. Wir machen auch übrigens immer zusammen mit dem Thüringenforst den Baum fürs Brandenburger Tor in Berlin. Und den fällen wir am 19. November. Und am 21. wird er dann in Berlin aufgestellt. Ist das ein Geheimnis, wo er herkommt? An welcher Stelle? Ach so, nee, der kommt in der Nähe vom Hermsdorfer Kreuz. Wie viele Tannenbäume stellt ihr denn so auf in der Weihnachtszeit? Oh ja, wir haben ein paar große, also wie jetzt in Erfurt und in Weimar, die wir aufstellen. Den Erfurter macht ihr auch? Den Erfurter machen wir morgen. Da sind wir morgen in Thüringer Wald, in Gehren, im Forst. Der kommt aus dem Forst, der Baum. Ist eine Fichte, ist ungefähr so 25, 26 Meter groß. Und die wird morgen gefällt und am Freitag dann in Erfurt auf dem Domplatz aufgestellt. Ist das ein Geheimnis, wie teuer so ein Baum ist für die Stadt? Ja, das kann man so nicht beziffern, weil es ja immer drauf ankommt, was braucht man für einen Kran, wie ist der Transportweg, was hab ich noch irgendwelche Leitungen, was habe ich für eine Streckenfestlegung, was habe ich noch für Auflagen, die ich noch, Kranplätze etc. Von daher ist es immer individuell. Ja. Das kann man. Fünfstellig? Nee. Nein. Nee. Ist ja nur mal so eine Frage. Nee. Also nicht fünfstellig, aber es kostet ein paar Euros, weil ihr müsst ja auch dran verdienen. Ja, aber das ist ja auch die ganze, das sind auch die Regiestunden. Du fährst rum, du organisierst das alles. Das ist ja nicht nur die reine Arbeit, wer die dann ist. Und Ist aber immer wieder spannend. Du hast immer andere Bedingungen und andere Gegebenheiten, andere Bäume. Und es ist auch nicht immer so schönes Wetter. Nee, so schönes Wetter wie heute und jetzt die Woche. Wir haben auch schon mal hier im strömenden Regen oder im Schnee hier gestanden. Ja. Das ist schon. Ach so eine Frage. Da, wie viel der Baum in Gera ist es bei euch? Oh, ich weiß es jetzt gar nicht. Ich kann es jetzt gar nicht sagen. Aber wir machen schon etliche Jahre. Übrigens, was sagt denn das neue Gesicht in Gera? Ich bin der neue Abteilungsleiter für Veranstaltungen und Märkte im Kulturamt der Stadt Gera. Also verantwortlich für den Märchenmarkt? Auch verantwortlich für den Märchenmarkt, richtig. Ja, wie viel der Baum ist das jetzt überhaupt? Es ist dein erster in Gera und ansonsten? In Summe ist es mein 10. Oh, die anderen 9 wo? In der schönen Stadt Bonner. Also du hast in Bonner auch schon Weihnachtsmärkte mitorganisiert? Ich habe in Bonner Weihnachtsmärkte mit begleitet. Die Organisation war nicht unmittelbar bei mir, die lag da eher beim Ordnungsamt. Aber ich habe natürlich, wenn der Baum gestellt wird, ist das immer ein Ereignis für die gesamte Stadt. Ich habe die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verantwortet in Bonner unter anderem über viele Jahre und in dem Zusammenhang natürlich auch immer die Ankunft und das Aufstellen, Schmücken des Baumes und dann in dem Zusammenhang auch die Weihnachtsmärkte, na klar. Da musstest du dich praktisch erstmal in unseren Märchenmarkt einarbeiten oder warst du schon mal Gast? Ich war schon Gast. Ich habe 2 Kinder und als Vater 2 Kinder ist der Märchenmarkt in Gera, wenn man aus Leipzig ins Altenburger Land zieht, eigentlich ein Pflichtprogramm und von daher kenne ich den und meine Kinder mögen ihn auch, wir auch sehr. Aber es ist natürlich jetzt eine ganz andere Perspektive, als reinweg als Gast nach Gera zu kommen auf den Märchenmarkt. Und die interessiert mich genau, die Perspektive.
Was sagst du dazu? Was ist nun das Problem? Was gibt es für Hauptprobleme jetzt vom Märchenmarkt? Oder sagst du, das ist eine große Familie, die Gärchen, in der Situation? Also so wie ich es jetzt wahrnehme, ist es eigentlich eine große Familie. Ich merke und spüre eine Vorfreude auf den Weihnachtsmarkt. Ich glaube, dass der Märchenmarkt bei den Leuten einfach auch in Gera zum Pflichtprogramm gehört, zum positiven Pflichtprogramm. Die Leute freuen sich drauf, die Leute freuen sich auf den Weihnachtsmarkt, freuen sich auf das Erlebnis. Natürlich nach 2 Jahren Corona-Pause umso mehr. Und deswegen bin ich total gespannt und freue mich auf einen wunderschönen Märchenmarkt, den wir hier ab 24. November in Gera gemeinsam haben. Gekonnt wurde unser Weihnachtsbaum angeschlagen und langsam an die vorbereitete Hülse gehoben. Der wievielte ist es denn für den Kollegen? Das ist der 4. Baum in Gera, den ich jetzt stelle, diesen Weihnachtsbaum, ja. Was ist das Besondere an dem Baum? Ein Beton hochheben ist ja relativ einfach, aber was ist das Schwere am Baum? Das Schwere am Baum ist eigentlich, es macht eigentlich keinen Unterschied. Der Unterschied ist eigentlich bloß darin, dass man halt hier versucht, den Baum relativ zentral und zwischen den Menschenmengen da durchzuheben. Also man muss ihn, sag ich mal, anheben, führen und dann nachher auf dem Holz stellen, damit die den bearbeiten können. Natürlich war unser Märchenmarkt-Weihnachtsmann auch vor Ort. So, Weihnachtsmann, ich gebe dir mal. Hallo, lieber Heinz, ich grüße dich. Es ist ein wunderschöner Baum. Eine wunderschön 15 Meter hohe Nordmann-Tanne aus Zinkerück. So, und warum stelle ich mal rein? Der Baum steht. Jetzt noch Lichter, Buden und Märchenfiguren und die Weihnachtszeit kann losgehen. Gera ist bereit.